Hallo, in diesem Video möchte ich dir ein Frühlingslied aus der Worpsweder Musikwerkstatt vorstellen. Es heißt Sing was vom Schmetterling. Ich werde das Lied erst einmal vorspielen und danach erklären, was ich so gemacht habe. Wie ich das Intro, wie ich das Zwischenspiel gespielt habe und wie ich den Song überhaupt begleitet habe. Los geht's! Wenn der Winter müde wird und auf heimlichen Straßen unsere schlauen roten Füchse schon den Frühling reinlassen, dann lässt er sich sehen, dann kommt er gezogen, gegaukelt, geflogen, ganz leicht und so schön. Schmetterling, sing, sing, sing was vom Schmetterling. Hinter all den Vögeln her, die im Sommer bei uns wohnen, zieht ein großes Falter her, bunte Wolken, Millionen, übers Land, übers Meer. Dann kommen sie gezogen, gegaukelt, geflogen, ganz leicht und so schön. Schmetterling, sing, sing, sing was vom Schmetterling. Eine Raupe, die muss gehen, auf ganz kurzen, dicken Beinen, wie durch trübe Fenster sehen, mit den Augen, mit den Kleinen, und dann spinnt sie sich ein, träumt sie käme gezogen, gegaukelt, geflogen, ganz leicht und so schön. Schmetterling, sing, sing, sing was vom Schmetterling. Wo die Brennnesseln stehen, lauter Schmetterlingswiegen, lassen sie die Zeit vergehen, bis sie bunte Flügel kriegen. Dann lassen sie sich sehen, dann kommen sie gezogen, gegaukelt, geflogen, ganz leicht und so schön. Schmetterling, sing, sing, sing was vom Schmetterling. Wie du sicher bemerkt hast, sind das Intro und das Zwischenspiel gleich. Ich habe das in so einer Art Campanella-Style aufgeschrieben, also mit viel offen klingenden Saiten. Und der erste Akkord ist so eine Art D-Sus-4-Akkord, also ein sehr geheimnisvoller Akkord, ein offen klingender Akkord, ein schwebender Akkord, wie immer man das nennen will. Und ich spiele auf der dritten Seite mit dem Daumen, dann kommt der Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger, Daumen, Zeigefinger. Ich spiele das mal vor. Daumen, Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger, Daumen, Zeigefinger. Der zweite Akkord ist ein E-Moll. Es wird fast gleich gespielt. Es gibt nur eine Änderung. Auf der dritten Zählzeit ziehe ich den ersten Finger ab. Das klingt dann so. Ich spiele es nochmal.
Daumen, Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger. Ich ziehe den ersten Finger ab und spiele dann mit dem Daumen weiter. Und dann kommt ein A7-Akkord. Ja, und das Ganze wird dann wiederholt. Es gibt noch eine Besonderheit. Wenn du mit der Strophe fertig bist, setzt das Intro schon in dem letzten Takt ein. Es ist dann Schmetterling, sing, sing, sing was vom Schmetterling. Also auf dem Schmetterling. Und so weiter. Also darauf muss man achten. Immer auf dem letzten Wort startet schon das Zwischenspiel. Die Strophen habe ich mit einer ganz normalen Zerlegung begleitet. Jede Seite bekommt einen Finger. Ich fange mit dem Daumen an. P, I, M, A, M, I, P, I, M, A, M. Das ist auch kein Geheimnis, das kann man nachspielen. Nur am Schluss der Strophe mache ich einen Rhythmusschlag, und zwar an der Stelle Schmetterling. Sing, sing, sing was vom Schmetterling. Und dann kommt das Intro oder beziehungsweise das Zwischenspiel da rein. Also der Schlag ist 1, 2 und 3 und 1, 2 und 3 und. Oder man kann auch sagen down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Wenn dir die Zerlegung zu schnell und zu kompliziert ist, wäre das auch ein guter Schlag, ein guter Rhythmusschlag, um das ganze Stück zu begleiten. Ne? Wenn der Winter müde wird und auf heimlichen Straßen, da, 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 da. Geht auch. Ne? Also das bleibt dir überlassen, wie du das dann umsetzt. Okay, wenn du das bis hierhin geschafft hast, würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Ciao.